Ich habe ja nun schon gesagt, der NSU-Prozess, der begann vergangene Woche wieder sozusagen, startete im neuen Jahr mit einem Plädoyer einerseits der Anwältin der Familie Zimzek, und nach Verzögerung konnte dann eben auch der Sohn seine Rede vergangene Woche halten und er schilderte, was seine Familie nach dem Tod des Vaters so durchleiden musste. Was war das, was er auch mit welchem Appell gesagt hat? Heißt, wie begann denn die letzte Woche im NSU-Prozess? Ja, also eigentlich begann sie nicht damit, sondern sie endete mit den Worten, die Abdulkerim Zimzek sagte. Und es war wieder, wie schon bei anderen unmittelbar Betroffenen, die als Nebenkläger im Prozess vertreten sind, so, dass einem seine kurze Ansprache wirklich durch und durch gegangen ist. Es ist einfach so wichtig, sich klar zu machen, um was es eigentlich in diesem endlos langen Prozess geht. Es ist so wichtig, sich anzuhören, was die Menschen durchlitten haben. Und zwar nicht nur durch die unmittelbaren Verbrechen des NSU, sondern auch durch das, was danach geschehen ist. Das heißt also, die zum Teil, insbesondere was die Familie Zimzek angeht, fast ein Jahrzehnt sich hinziehenden Ermittlungen gegen die Familie, die Verdächtigungen gegenüber der Familie. Und dann natürlich das, was alles nach dem Auffliegen des NSU passiert ist, was für viele von den unmittelbar Betroffenen und Geschädigten ja auch nochmal so etwas wie eine Retraumatisierung herbeigeführt hat. Auf einmal wussten sie zwar, wer es getan hat, aber sie waren auf einmal auch mit dem Unfassbaren konfrontiert, das sich dann eben in Fragen ausdrückte, warum mein Vater, mein Ehemann, mein Sohn, warum ausgerechnet, wie krank ist es tatsächlich, jemanden wegen völlig anonym wegen seiner Herkunft oder Hautfarbe umzubringen. Aber was bei Abdulkerim Zimzek, also wirklich einem emotional den Teppich unter den Füßen weggezogen hat, war, wie er geschildert hat, wie er als damals 13-jähriger Junge vom, ja, zunächst Unglücksfall, wie er dachte, seines Vaters erfahren hat. Und wie er dann, ohne eigentlich zu wissen, was mit seinem Vater geschehen war, niemand hatte mit ihm gesprochen, auf die Intensivstation eines Nürnberger Krankenhauses gebracht wurde mit seinen ganzen Familienangehörigen und dann konfrontiert war mit dem sterbenden Vater. Und er hat, also da ist einem wirklich die Luft weggeblieben, wo er gesagt hat, ja, er hat als erstes gesehen, dass das ein Auge seines Vaters zerfetzt ist, und dann hat er die Löcher in seinem Vater gezählt. Dann hat er die blutenden Löcher gezählt und er sagt, das ist das, was ihm in Erinnerung geblieben ist und ihn bis heute verfolgt, dass er als kleines Kind, als Junge, als Heranwachsender im Grunde diese Löcher gezählt hat. Und es war totenstill im Gerichtssaal. Es war auch seine Stimme war gepresst. Man merkte, was das für ihn bedeutet, diese Erinnerung immer wieder abzurufen. Und wir haben auch alle, wir saßen in dem Saal und waren wirklich mit den Nerven fertig, weil es nochmal klar gemacht hat, was diese wahnsinnigen Nazis da angerichtet haben mit ihren Morden. Und insofern war das ein wichtiger Punkt, das einfach auch nochmal gehört zu haben im Gerichtssaal. Noch einmal, weil es waren ja sehr, sehr viele, nicht sehr viele, aber doch ein paar Angehörige von Mordopfern jetzt auch in der Plädoyerphase im Gerichtssaal, haben das Wort ergriffen oder haben ihre Worte durch ihre Nebenklagevertreterinnen und Vertreter vortragen lassen. Und es ist im Grunde nach dieser unfassbar langen Zeit, wir müssen langsam anfangen, von fast 5 Jahren zu sprechen, in diesem, worum es eigentlich geht, was das war, was da vor sich gegangen ist und dass es eben auch einfach nicht vorbei ist, jedenfalls nicht für diejenigen, die davon betroffen sind. Und was da auch vergangene Woche wo angesprochen wurde oder ausgesprochen wurde, waren auch Vorwürfe gegen die Nürnberger Polizei, wenn es darum geht, wie kurz nach dem Mord an Enver Zimzek, also dem Vater des vergangene Woche redenden Abdulkerim Zimzek, wie kurz nach seinem Mord damit umgegangen wurde von Seiten der Ermittlungsbehörden nämlich. Und so war das ja bei den meisten NSU-Morden so, dass es da erstmal Verdächtigungen im eigenen
Umfeld gab, das Ganze als Dönermorde bezeichnet wurde. Und so auch bei dem ersten Mordopfer hat sich genau das gezeigt. Was waren das? Wie konkret wurden da diese Vorwürfe gegen die Nürnberger Polizei? Sehr, sehr konkret. Also man muss auch wirklich sagen, die Plädoyers der Nebenklage sind auf so einem unfassbar hohen Niveau. Das sind so wichtige Dokumente, die, so wie es aussieht, auch in aller Kürze veröffentlicht werden, sodass jeder und jede darauf Zugriff haben wird. Und so war es auch vergangene Woche mit dem Plädoyer von Seda Basha Yildiz, der Vertreterin der Familie, einer der Vertreterin der Familie Şimşek, die diese ganzen Aspekte in einer Weise abgearbeitet hat, dass im Grunde genommen dann das Statement oder die Worte von Abdülkerim Şimşek das nur noch abgerundet haben zu einem, ja, zu einem echten Horrorgemälde. Man kann es nicht anders sagen. Also die Art und Weise, wie die Familie von der Polizei drangsaliert worden ist, ist im Grunde unerhört. Das ist wirklich sowas von unfassbar, wie sie auch an allen möglichen Verdächtigungen, dass er als Blumenhändler Drogen aus Holland geholt habe, also Enver Şimşek, dass er mit irgendwelchen anderen Blumenhändlern in tödlicher Konkurrenz gestanden habe. Und was besonders ekelhaft und also mit besonderer Akribie auch verfolgt worden ist, ist die Verdächtigung gewesen, dass die Ehefrau ihren Mann hat beseitigen lassen aus Eifersucht. Also es gibt ja diese, ja, wie soll man sagen, diese polizeiliche oder kriminalistische Regel, dass, weiß ich nicht was, 95% von Morden im Grunde genommen im unmittelbaren Nahumfeld, der Umfeld der Opfer geschieht. Und auf diesem Prinzip beruhten dann auch die Ermittlungen, insbesondere gegen Adile Şimşek, der, und das ist eigentlich der Höhepunkt an Infamie, kann man nicht anders sagen, dass sie ihr, also dass die Polizei ihr ein Bild von einer blonden Frau vorgelegt hat und gesagt hat, hier, guck mal, das ist die Geliebte deines Mannes, mit der hat er auch noch zwei Kinder. Diese Geschichte war frei erfunden und hat natürlich Frau Şimşek völlig fertig gemacht. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn man sowieso in dem emotionalen Wahnsinnsstress ist, in der Trauer ist, jemanden verloren hat und dann kommt die Polizei noch mit solchen völlig irren Tricks in Anführungszeichen daher, um sie dazu zu bringen, zu gestehen, dass sie ja ihren Mann hat beseitigen lassen, weil er fremdgegangen ist oder sonst irgendwas. Das ist im Übrigen auch wahnsinnig beeindruckend beschrieben in dem Buch von Semiha Şimşek, der Schwester von Abdülkerim Şimşek, die das heißt Schmerzliche Heimat, ein wirklich lesenswertes Buch, in dem sie genau diese ganzen Vorgänge auch nochmal beschreibt. Aber Frau Basha Yildiz ist vergangene Woche im Gerichtssaal einfach auch nochmal weitergegangen und hat dann gesagt, ja, während quasi in diese Richtung mit einer unfassbaren Energie ermittelt worden ist, obwohl sie schnell herausgestellt hat, dass es nichts mit den ganzen Verdächtigungen auf sich hat, wurde in eine andere Richtung überhaupt nicht ermittelt. Und das ist ja auch nicht neu. Wir wissen, dass in Richtung Neonazis nicht ermittelt worden ist, dass da keine Spuren verfolgt worden sind, obwohl Spuren vorhanden waren. Spätestens übrigens Spuren, die nach dem Auffliegen des NSU aufgetaucht sind, sind auch nicht verfolgt worden. Also dieses Nicht-Nachgehen, wirklich unfassbar deutlichen Hinweisen, das zieht sich bis heute durch und kulminierte dann natürlich in den Vorwürfen gegenüber der Bundesanwaltschaft, die sich ja selbst auf die Schulter klopft und sagt, wir haben alles ausermittelt, wir sind allen Spuren nachgegangen, wo wir keine Hinweise hatten, haben wir auch nicht ermittelt. Und Seda Basha Yildiz hat wirklich nachgewiesen, dass es Hinweise gibt, denen die Bundesanwaltschaft einfach nicht nachgegangen ist. Zum Beispiel Nazi-Kontakte zwischen Nürnberger Nazi-Aktivisten und den Zwickauern, also dem
Kerntrio in seinem Umfeld und auch übrigens den Thüringern. Also sie hat nachgewiesen, dass dort eine Kneipe eine Rolle gespielt hat, die Tiroler Höhe. Eine Kneipe, die dafür bekannt war, dass sie ein Nazi-Treffpunkt ist. Und in dieser Kneipe haben in den 90er Jahren Leute wie Holger Gerlach, also einer der Angeklagten, Ralf Wohlleben, ein weiterer Angeklagter, aber auch Mundlos und Böhnhardt, Feste gefeiert, sich getroffen mit mutmaßlich Nürnberger Nazis. Und das heißt, sie kannten die Gegend, sie hatten dort Leute und es lässt sich im Grunde genommen anhand der Spurenlage, also der Asservate, die gefunden worden sind und so weiter, nachweisen, dass es Helfer gegeben haben muss in Nürnberg, genauso wie im Übrigen auch in anderen Städten. Also das ist ja das Mantra, kann man sagen, der Nebenklage, dass sie sagen, diese Vermutung der Bundesanwaltschaft, auf der sie eisern beharrt, dass es eben nur die drei Mundlos, Böhnhardt, Schäpe gewesen sein mit sehr wenigen Helferinnen und Helfern, dass es bei dieser These auf keinen Fall bleiben kann, dass es zwingend so ist, dass an verschiedenen Tatorten es gar nicht anders denkbar ist, als dass es Hinweisgeber, Tippgeber vor Ort gegeben hat. Und das lässt sich für Nürnberg in einer Art und Weise nachweisen, dass man, dass einem wirklich schwindlig wird. Es ist tatsächlich so, dass diese Tiroler Höhe auf der berühmten Garagenliste auftaucht als Telefonnummer. Und diese Garagenliste, das ist ja das, was am 1998, 26. Januar in der von dem NSU-Kerntrio angemieteten Garage gefunden wurde und auf der im Grunde das Who is Who der damaligen Nazi-Szene, unter anderem auch sehr viele V-Leute der verschiedenen Verfassungsschutzämter vermerkt sind. Da kommt also diese Tiroler Höhe drin vor. Dann kommt das Ausspähen der konkreten möglichen Anschlagsziele in Nürnberg dazu. Da gibt es eine Liste, in der sind verschiedene Geflüchtetenunterkünfte vermerkt, aber auch Kneipen mit türkischen oder türkischstämmigen Betreiberinnen und Betreibern. Und dazu sind Anmerkungen gemacht. Da heißt es zum Beispiel im Zusammenhang mit einer türkisch betriebenen Kneipe, ja, die Kneipe würde ganz gut liegen, wäre ein gutes Ziel, aber da kommt dauernd von der benachbarten Tankstelle ein Mann rüber, um sich mit dem Wirt zu unterhalten. Der ist eigentlich fast ständig drüben. Frau Bascha Yildiz hat dann auch gesagt, dieser Mann, dieser Tankstellenmitarbeiter da in Nürnberg neben dieser Kneipe hat dann wahrscheinlich dem Kneipenwirt das Leben gerettet, indem er dauernd auf ein Schwätzchen rübergegangen ist. Aber solche Beobachtungen von Anschlagszielen deuten darauf hin, dass diese Beobachtung nicht punktuell war, nicht einfach nur so, ich fahre da mal hin und gucke mir mal kurz irgendwie eine türkische Kneipe aus, sondern das muss Langzeitbeobachtung gewesen sein und führt damit zwingend dazu, dass da Leute vor Ort ausgespäht haben, was der NSU, das NSU-Kerntrio gesucht hat. Und von also dieser Art, wie ich das jetzt quasi versuche rüberzukriegen, davon hatte Frau Bascha Yildiz eine ganze Reihe von Beispielen, wo einem wirklich die Haare zu Berge stehen. Sie hat gefragt, wie kommt man drauf, wirklich diesen Blumenstand zu finden, der far off, wirklich ganz weit draußen vom Nürnberger Zentrum ist. Die anderen Anschläge des NSU in Nürnberg, also die Ermordung von Abdul Rahim Özoduru und Ismail Yaja, aber auch der Taschenlampenanschlag auf eine türkisch betriebene Kneipe, sind direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes, also wirklich total im Zentrum der Stadt. Nur der Anschlagsort von Enver Şimşek liegt weit außerhalb. Also muss es doch Leute gegeben haben, die gesagt haben, Mensch, da steht immer einer mit einem Blumenstand, da bist du fast unbeobachtet, obwohl die Straße stark befahren ist und so weiter. Und auf diese Art und Weise hat sie im Grunde genommen nochmal die Arbeit und die Behauptungen der Bundesanwaltschaft in diesem Prozess demontiert und auseinandergenommen und den anwesenden drei Vertreterinnen und Vertretern des Generalbundesanwalts um die Ohren gehauen. Insofern war das eine ganz wichtige Woche auch nochmal, nach den ganzen anderen brillanten Nebenklageplädoyers.
Da stellt sich ja erneut die Frage, ob diese Fragen einfach ungeklärt bleiben werden, was es für ein Unterstützungsnetzwerk für den NSU gegeben hat, wenn sie jetzt in diesem Prozess von der Bundesanwaltschaft eben nicht angefasst, überhaupt nicht eingesehen werden. Diese Frage habe ich dir dann auch schon mal vor ein paar Wochen gestellt, nämlich ob es denn nach dem Prozess vielleicht auch doch noch weitergehen kann mit der Aufklärung, wo genau diese Fragen eine Rolle spielen werden, also ob es danach zu einer weiteren Prozess kommen kann und von wem aus das gehen müsste, was glaubst du? Also damals warst du nicht besonders optimistisch dieser Beantwortung der Frage, aber was glaubst du, wo so eine Fragen zu klären sind künftig oder wird es wohl jetzt dabei bleiben? Naja, also was den laufenden Prozess angeht, wird es diese Klärung nicht mehr geben. Die Frage, die mich wirklich sehr, sehr beschäftigt, ist die, perlt diese massive Attacke der Nebenklage komplett an der Bundesanwaltschaft und an dem Senat, also an dem Gericht ab. Das ist also für meine Begriffe schier unvorstellbar, weil das sind so viele Hinweise gewesen, welche Unterlassungen vorgekommen sind, welche Spuren nicht verfolgt worden sind, welche Spuren vernichtet worden sind, welche Spuren nicht mehr zu verfolgen sind. Und der Senat hatte sich ja zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Verfassungsschützer in Hessen, mit Andreas Zemme, der bei der Ermordung von Halit Yozgat anwesend war, dazu festgelegt zu sagen, dieser Mann ist glaubwürdig, wenn er sagt, er habe von nichts was mitbekommen und wisse nichts und habe nichts gewusst. Das Gericht wird also den Teufel tun, sich selbst zu korrigieren. Die haben einfach bestimmte Dinge ausgeschlossen im Gericht, also was nicht im Prozess verhandelt werden sollte. Sie haben bestimmte Dinge ohne Not, wie zum Beispiel diese fast Ehrenerklärung für Andreas Zemme, ausgesprochen. Und es wäre ja höchst blamabel, wenn sie jetzt eingestehen müssten, ja, haben wir wohl ein bisschen voreilig gesprochen, nach dem, was die Nebenklage in den Plädoyers zusammengetragen hat, müssen wir hier und hier und hier Korrekturen vornehmen. Das heißt also, meine Befürchtung ist, in diesem Prozess wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach in Richtung der Fragen der Nebenklage und der Nebenklagevertreterinnen und Vertreter nichts ändern. Im Moment sieht es aber eher danach aus, als würde die Verteidigung nochmal in die Offensive gehen. Es ist ein Beweisantrag angekündigt und man muss wirklich wissen, dass ein Beweisantrag in der Plädoyerphase im Grunde genommen nur dann statthaft ist, wenn wirklich neue, das Gesamtbild verändernde Erkenntnisse zutage kommen könnten. Und nachdem die Verteidigung diesen Beweisantrag angekündigt hat, ist zu erwarten, dass sie irgendwie glauben oder tatsächlich einen Joker im Ärmel zu haben, der, und es ist die Verteidigung Wohlleben, der möglicherweise für Ralf Wohlleben von Bedeutung sein könnte. Das heißt, wir müssen im Moment davon ausgehen, dass der, ja, soll ich mal sagen, inoffizielle Zeitplan oder die Prognose, die abgegeben worden ist, auch im Zusammenhang mit Demonstrationen und Kundgebungen zum Tag X, dass dieser Zeitplan nochmal umgestoßen werden muss. Weil wenn dieser Beweisantrag kommt, wenn er angenommen wird und verfolgt wird, dann wird die Beweisaufnahme nochmal eröffnet. Und dann ist es nichts mit März, Mitte, Ende März, mit einem Ende des Prozesses und einem Urteil. Das heißt, in diesem Verfahren wird es weiterhin im Wesentlichen um die Täterinnen und Täter gehen. Und eine Verfolgung der Ungeklärten oder Ermittlungen zu den ungeklärten Fragen müssen definitiv entweder zum Teil in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen stattfinden oder unabhängige Recherche muss hier Vorarbeit leisten, um neue Ermittlungen von Behörden anzustoßen. Wir haben gesehen, dass das nicht unmöglich ist im Zusammenhang mit der Ermordung von Uri Jalloh in der Dessauer Polizeizelle. Aber das ist natürlich im höchsten Maße unbefriedigend, zumal für die Betroffenen selber, die jetzt sehen, okay,
Mit diesem Prozess werden wir die Antworten auf unsere Fragen nicht bekommen. Wer wird sie uns beantworten? Und da bin ich und bleibe ich auch leider sehr pessimistisch.